Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich für euch wieder ein neues Video, einen neuen Haul. Und zwar unseren Monatseinkauf. Genau. Oh, so, wo fange ich an? Ich habe beim Lidl, habe ich wieder meine Guthaben geholt für mein Handy aufzuladen. Genau, Lidl Connect. Und mein Mann hatte zwei Pizzabrötchen, ich hatte ein Pizzabrötchen und eine Käsebrezel. Mein Mann hat sich Tabak geholt, den hat er schon Anwendung und einen Energy Drink, den hat er schon getrunken. Genau. Wir waren tanken gewesen. Dann hat mein Mann sich von eBay Kleinanzeigen bei uns in der Nähe, hat er sich was abgeholt und so, ja, so Zapphufer, Boxen, keine Ahnung, irgendwie was da. War sehr günstig. Kleinen Moment. Musste gerade im Wohnzimmer die Fenster zumachen. Sind ein Haufen Autos vorbeigefahren. Sind gerade ein älteres Paar, die sich da unterhalten. Genau, deswegen haben meine Hunde gerade wieder gebellt. Ja, wenn denn irgendwas, wie gesagt, komisch vorkommt, dann ja, melden die. Aber sollen sie ja auch, gell? So, wie gesagt, hat er sich bei eBay Kleinanzeigen diesen Zapphufer, Boxengedöns da abgeholt. Dann hat er von mir schon bekommen zum Geburtstag und er hat sich noch was im Action ausgesucht zum Geburtstag. Das bekommt er schon, aber am 6. November hat man meinen Geburtstag. Bekommt er mal von mir natürlich noch was, was natürlich auch geheim ist, damit er auch am 6. Geburtstag was zum Auspacken hat. Aber ich habe ihm gesagt, er darf sich auch jetzt schon was aussuchen, was er von mir dann zum Geburtstag von mir dann jetzt schon hat. Und das war von eBay Kleinanzeigen diesen Boxengedöns da. Und ja, weil er will was umbauen für den Partyraum. Und er hat auch schon was gebaut und sieht mega geil aus. Ich wollte euch sowieso nochmal ein Update machen vom Garten und zu euch zeigen, wie das Haus aussieht, gestrichen jetzt und so alles. Und dann zeige ich euch auch direkt nochmal den Partyraum, weil mein Mann hat den nämlich gestrichen und umgestaltet, umgebaut alles. Und sieht anders da aus als in dem Garten-Update, den ich euch gemacht habe. Boah, guck mal, wie viele Locken ich hier habe, ey. Alter Schwede. Naturwelle. Na, so, genau. Und da hat er sich jetzt noch was ausgesucht, aber er kriegt am 6. November auf seinem Geburtstag von mir natürlich noch was anderes geschenkt, gell? Das weiß er aber nicht. Und das zeige ich auch nicht hier in dem Video, weil ab und an guckt mein Mann auch mal meine Videos rein, deswegen. So, beim Action kam einmal für 59 Cent, kamen einmal diese Sticker hier mit für die Fenster. Window Color Sticker. Die kann man immer wieder dran abmachen. Und da haben mir die hier sehr gut gefallen. Die sind mega schön. Viele basteln damit ja und tun das ja, ja auf dem Keilrahmen oder auf dem Bilderrahmen oder sonst irgendwie was. Aber bei mir kommt da tatsächlich Weihnachten an die Fenster und ich denke sehr wahrscheinlich an die Wohnzimmerfenster. Gell? Die werde ich nämlich dieses Jahr ein bisschen anders da gestalten. Da kann ich euch aber auch mal ein Update geben, wie ich für Weihnachten unsere Wohnung schmücke und unsere Deko, wie die ist. Ne? Also die kommt auf jeden Fall bei uns dieses Jahr an die Wohnzimmer, an die eine Fenster, weil wir haben da zwei Stück. Genau, das kam einmal mit, hat mir sehr gut gefallen. Ach so, was ich euch auch sagen wollte, ich habe euch, glaube ich, noch kein Update gegeben mit meinem Puzzle, oder? Mein Cinderella-Puzzle ist fertig. Wir haben da eine Woche gebraucht. Und jetzt haben wir gestern Abend habe ich und mein Mann das Bambi-Puzzle angefangen. Genau, wir haben den ganzen Rahmen, haben wir schon fertig gepuzzelt. Jetzt müssen wir halt nur noch mittendrin das machen und dann ist das auch fertig. Also ich denke mir mal, da brauchen wir auch maximal eine Woche und dann ist das Puzzle fertig, gell? So, dann kam im DM, genau, im DM-Markt, kam einmal saugstark und sicher Küchentücher mit. Ist eine limitierte Edition, sind dreilagig, drei Riesenrollen, A100 Platt. Und mich hat natürlich das Design angelacht, gell? Guck mal, wie süß, richtig süß. Hier ein kleiner Bambi und ein Fuchs. Und hier oben die Eule. Verpackungsopfer, gell? Und das Design
Ist auch auf dem Küchenpapier drauf. Genau. Da sind Igelchen drauf und ja, Verpackungsopfer halt, ne? Aber Küchenrollen braucht man ja sowieso. So, dann muss ich mal gerade gucken. Ich werde dann mal die Sachen vom Action und Thomas Phillips und Teddy und so auf Seite packen, weil da wollte ich mit euch ein separates Video machen. Da hole ich mir eine schöne Tasse Kaffee, dann setzen wir uns wieder an den Tisch und dann zeige ich euch die Sachen schön gemütlich, ne? Genau. Also, ja, hier zeige ich euch schon so vom Action mein allgeliebtes Spülmittel. Powerful Cleansing Super Thin Limone. Da sind 1 Liter drin, ist mein allerliebstes, was ich am allerliebsten habe. Genau. Dann auch vom Action mein allerliebstes von Dumil. 30 Liter Medium, 15 Stück sind da drin. Das sind meine Müllbeutel mit Lavendelduft. Da geht wirklich gar nichts drüber, weil dann die Mülltonne stinkt nicht. Die Mülltüten hier lassen wirklich keine Gerüche raus und gar nichts. Und die sind mein heiliger Gral. Genau. Ja. Das kann ich euch schon mal zeigen. Mein Mann hat sich im Action zu seinem Geburtstag von mir ausgesucht von Ferm diesen Lötkolben hier. Der ist mit USB und da ist Lötzinn und alles mit dabei. Und er wollte mal so einen moderneren haben. Und dann habe ich den im Action gekauft. Der war auch ganz teuer. Ich meine 10, 11 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas. Irgendwie so in dem Dreh. Den hat mein Mann sich ausgesucht, den wollte er unbedingt haben, weil seiner gibt langsam den Geist auf. Und deswegen, ja, hat er sich den ausgesucht zum Geburtstag von mir. Den kann er gleich schon direkt mit in seine Werkstatt holen. Dann hat mein Mann sich im Action von Fischer diese Schrauben geholt. Da sind 100 Stück drin. Ja, Schrauben braucht man ja immer wieder mal, gell? Wenn man irgendwas ein Regal anbringen will oder so, dann braucht man das. Genau. Dann kam im Action von Naturfit dieses Zwergkaninchenfutter mit Vitamin A, D3 und C mit. Und da sind 1 Kilo, jeweils 2 Stück für meine Snow White, meine Häsin. Genau. Dann hat mein Mann ja sich noch 2 von diesen Energies geholt. Die kosten, glaube ich, 36 Cent plus 25 Cent Pfand. Aber da kriegt er ja wieder 2 Stück. Wie gesagt, den vom Lidl hat er schon getrunken. Und der hat sich noch 2 im Action geholt. Genau. Dann hat mein Mann sich im Action diese ja, schicken Nudeln hier geholt. 60 Gramm. Für zwischendurch gehen die mal immer wieder, gell? Können wir mal da rein tun. So. Und alles hier vom Action, von mir da vom Action, da tue ich alles mal beiseite. Das zeige ich euch dann in einem separaten Video. So. Ich muss gerade gucken, dass hier das, das und das. So, dann kam im Action hier von Pinky für meine Hunde mit Chicken diese Snacks hier mit. Ja, meine Hunde lieben die, gell? Die fahren da total drauf ab. Die fahren total drauf ab, meine Hundis. Ja, dann habe ich für 99 Cent im Action Dekorativ Lighting Indoor. Ja, für innen drin, genau. Habe ich noch eine Lichterkette gekauft. Das sind 20 LEDs, warm. Warm weiß, genau. Habe ich mir noch diese Lichterkette hier gekauft für in unser Badezimmer. Da habe ich ja dieses Fischersnetz. Da kann ich euch mal in einer meiner Videos auch mal demnächst zeigen, wenn wir noch mal eine Morgen- oder Abendroutine machen. Dann zeige ich euch dieses Fischersnetz. Das haben wir nämlich unter an die Decke angebracht und dann haben wir, was ich euch in meinem Teddy mal gezeigt hatte, da für 65 Cent war das, meine ich, genau. Und da waren noch Muscheln dran. Und da haben wir eine bunte Lichterkette reingetan. Das sieht mega geil aus, wenn dann alles dunkel ist und man geht so einfach mal
Wenn man nur mal gerade schnell Pipi machen muss, dann braucht man das große Licht anzumachen. Dann kann man auch die Lichterkette anmachen. Das ist wirklich schön. Oder wenn man mal schön baden geht, dann kann man richtig schön relaxen, schöne Musik an, ein bisschen was zu trinken bei oder was zu snacken. Schön relaxen. Und dann diese Lichterkette an, sieht mega geil aus. Und da wollen wir jetzt noch hier so eine warm weiße Lichterkette noch reintun. Dann ist das noch ein bisschen aufgewärmter. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, dann kam im Action von Milka, da sind 5 Stück drin, meine lieben Nussinis, die liebe ich ja abgöttisch. Die mag ich über alles. So, und dann hat mein Mann sich im Action für 2,79 € so eine Nagelschere, Nagelknipserzange geholt, weil bei meinem Mann wächst bei beiden dicken Zehen immer der Nagel so ein bisschen an der Seite rein. Und das Problem kriegt er aber scheinbar nie irgendwie los. Der hat sich da schon von vielen Ärzten beraten lassen und so. Und ja, alle sagen, damit der eigentlich gerade wieder wächst, müsste der Nagel eigentlich mal gezogen werden. Aber da tut ja höllisch, höllisch weh. Und deswegen versucht mein Mann immer, sobald er merkt, dass das wieder so rein wächst, ein bisschen abzuknipsen. Und die Knipser, die wir haben, die packen scheinbar seine dicken Nägel zu knipsen. Keine Ahnung. Deswegen hat er sich mal das gekauft. Ne? Ist ja auch nicht so schlimm. So was kann man ja auch wirklich im Haushalt auch immer mal gebrauchen, gell? Aber für die Finger ist, für die Füße ist, ist ja mal egal. Und deswegen mal gucken. Vielleicht kann man damit ja auch irgendwas anderes dann machen. In den Bastelbereich? Ich weiß es ja nicht. Aber die sind für meinen Mann. Ist für meinen Mann für die Füße. Das kann er bei seiner Kosmetik-Sachen im Spiegelschrank reintun. Da hat mein Mann nämlich auch ein Fach mit seinen ganzen Rasierkram und so und Tagescremes und Masken. Tatsache macht mein Mann. Und da hat er dann auch sein, wie gesagt, Zahnbürsten, so alles dann drin und seine Haarbürste und so. Und da kann er dann auch reintun. Genau. So. Genau, also was ich im Action und im Teddy gekauft habe, da zeige ich euch dann separat in dem Video. Wie gesagt, dann hat der Action im Wochenangebot für 1,5 oder 79 von Klaite die Kerzen. Oh, richtig geil. Relaxing Zen, genau. Auf jeden Fall habe ich diese Kerzen mitgenommen. Die sieht auch echt schön aus und oh, die riecht so wunderbar frisch. Richtig geil. Ja, die kommt bei uns ins Wohnzimmer. Die mache ich heute Abend an. Oh, schön. Da freue ich mich wieder. Dann habe ich im Wochenangebot für mich und meinen Mann Zahnpasta geholt. Der war für 1,11 € im Angebot von Colgate. Ja, Weight Duo Technologie. Bla bla pli, bla plupp. Für 1,11 € für mich und meinen Mann zusammen, weil unsere ging ja jetzt leer. Genau. So, dann hat mein Mann sich, das hier war glaube ich im Teddy gewesen, ja, im Teddy gewesen, hat mein Mann sich für 1 € so Hakenleisten geholt. Und zwar für unser Partyraum, für die Jacken aufzuhängen, gell, im Partyraum. Und das ist echt schönes Holz und so. Für 1 € kann man echt nicht meckern. Kommt bei uns in den Partyraum und dann kann man da auch seine Jacken hinhängen. Ja, wenn man da mal drin ist und da feiert, dann kann man da die Jacke ausziehen und dann aufhängen, gell. Da muss nicht extra auf der Bank rumliegen oder auf den Stühlen. Genau. Dann hat mein Mann sich für 2 € im Teddy eine Präzisionsschraubendreherstift geholt. Also ist mit Stift und Magnet und keine Ahnung was, das hier geholt. Kann man immer mal gebrauchen, gell? Auch unterwegs so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hat er sich geholt. So, von mir die Sachen, wie gesagt, zeige ich euch ja dann nachher. Ich habe wieder echt schöne Sachen ergattert. Das hier zeige ich euch schon. Das ist von Thomas Phillips. Für, ich meine, 1 € paar zerquetschte, habe ich mir so eine Schüssel mitgeholt.
Und zwar brauche ich diese Schüssel hier für meinen Duftwachs, für mein Diamond Painting selber zu machen. Ich habe euch ja diese Silikonform gezeigt. Und da tut man ja das, dieses Wachs im Topf in so einer Schüssel erhitzen. Heißt es also Wasser rein, kochen, heiß werden lassen, kochen lassen, das hier auf den Topf drauf, dann das zum Schmilzen, was ich machen möchte, da rein, dieses Wachs, Duftwachs. Dann kann das da drin schmilzen und dann kann man das aber hier drin auch besser, ja, ist besser zum Erhitzen dann. Deswegen kam diese Rührschüssel mit 20 cm, genau, die brauche ich dann dafür. Aber wie gesagt, die kann man ja dann auch danach dann spülen und dann kann man die auch für andere Zwecke noch benutzen, gell? So, oder? Dann hat der Lidl diese Funny Frisch Jumpies in Paprika im Angebot für 75 Cent. Und da habe ich dann vier Tüten mitgenommen, vier Stück. Ich liebe diese Jumpies. Und da habe ich ja vier Tüten mitgeholt. Dann kam im Lidl für 89 Cent mein Roggenvollkornbrot mit. Weil das ist im Lidl wirklich immer ausverkauft. Das ist so gut, das Brot. Das schmeckt auch so richtig gut. Ich liebe dieses Brot hier. Und das ist wirklich immer ausverkauft und immer vergriffen. Also, ja. Wie gesagt, mein Mann möchte gerne schmeißen. Ne, heute Abend nicht, aber morgen möchte mein Mann gerne Soljanka kochen. Das ist eine Art Suppe, hat er mir erklärt. Und da tut man alles rein, was man so rein haben will, wie Tomaten, Paprika, Mettwürstchen, alles, was man so reintun möchte. So hat er mir es erklärt. Ich kenne das nicht, Soljanka. Ich habe das zwar schon mal gehört, aber noch nie gegessen. Das möchte mein Mann morgen kochen. Und dann bin ich mal gespannt drauf. Also heute mache ich den italienischen Salat und Brot dabei. Genau. So. Und mein Mann hat sich im Teddy, ich meine, nee, das war im Thomas Philips, für 1 Euro, meine ich, einen 9 Zoll Stock geholt. Weil seiner geht langsam kaputt. Und für 1 Euro kann man ruhig den 9 Zoll Stock hier mitnehmen. Genau. Das war im Thomas Philips gewesen. So, dann haben wir die erste Action-Tüte hier leer. Dann kam im Kaufland ein 6er Sprudel Medium mit. Die kann man auch schon wieder da unten reintun. So. Dann kam im Kaufland dreimal 1 Liter 1,5% Fett. Da habe ich 3 Stück mitgenommen. Da steht noch überall dran. Man darf nur noch in hausüblichen Mengen mitnehmen, weil die scheinbar, hey! Weil die scheinbar irgendwie Schwierigkeiten haben, beliefert zu werden. Und das steht bei vielen Lebensmitteln dran. Genau. Auch die günstige Butter für 1,29 € war komplett ausverkauft. Ja. So, dann kam im Kaufland einmal mein Orangensaft mit. Da sind 1,5 Liter drin. Den trinke ich sehr gerne. Jeden Morgen eiskalt, ein schönes Glas. Und das ist super gut. Ja, ich wollte auch wieder meinen Rotkäppchensaft immunstark wiederholen. Aber der war ausverkauft im Kaufland, weil der ist da dauerhaft für 2,22 € im Angebot. Und der ist da immer weg. Immer weg. Immer. Weil im DM und im Rossmann kostet der 3,40 €. 25 irgendwie so. Genau. Und da nur 2,22 €. So. Mein Mann hat sich diesen Banane-Kirsch-Getränk mitgenommen. Teilweise aus Fruchtsaftkonzentrat. 1 Liter. Feuchtge Fruchtgehalt, nicht feucht. Fruchtgehalt 22%. Meins ist es jetzt nicht, obwohl ich gerne Kirschen esse und auch gerne Banane esse. Aber so, ja, ich würde es mal probieren, aber ich weiß nicht, ob es meins ist. Ich probiere es mal.
So, dann haben wir mitgenommen Delikatesse Rohrschinken, fett reduziert, mager, mild, geräuchert, Spitzenqualität, 30%, weniger Fett, 150 Gramm. Der war jetzt für 1,79 im Kaufland im Angebot. Jo, da kam der doch mal direkt mit. Dann war für 1,49 Euro kam Delikatesse Edelsalami, geräuchert, Spitzenqualität, 150 Gramm mit. Dann kam zweimal für 79 Cent jeweils Erdnüsse im Paprika Knuspermantel, 200 Gramm. Kamen zwei Stück mit. Dann kam für 2,39 € irgendwie so Fleischwurst mit. So einen ganzen Ring hier. Genau. Da sind 500 Gramm. Dann kam für 1,99 € Mozzarella mild gerieben schnittfest, 52 Gramm Käse mit. Den brauche ich für einen italienischen Salat. Dann für 1,69 € kam Delikatesse Fleischsalat mit Gurke, 400 Gramm mit. Sehr lecker. Dann haben wir zwei Flaschen Oettinger Radler mitgenommen, aber alkoholfrei, weil, wie gesagt, ich trinke kein Alkohol. Und ja, kam das hier mit, Radler alkoholfrei, zwei Stück, eins für mich, eins für meinen Mann. Genau. Dann kam mit Knusperkroketten in Zapfenform, vorgebacken und tiefgefroren. Ja, 750 Gramm. Haben die einmal mit. Genauso wie kannten auch die hier mit. Favorit Herzogin Kartoffeln aus frisch hergestelltem Kartoffelpüree. Ja, genau. Kannten auch einmal die mit. Dann kam wieder unsere Knusperfilets in Senfsoße mit. Die sind ultra lecker. Die müsst ihr unbedingt mal probieren. Da sind vier Stück drin, 400 Gramm. Und die schmecken so lecker mit Senfsoße. Dann haben wir hier passierte Tomaten. Die braucht mein Mann. Ich muss mal gerade gucken, wo ich die hinstelle. Ich glaube, die stelle ich dahin. So. Dann kam hier einmal mit für 1,69 Delikatesse Leberwurst fein, 250 Gramm. Kam einmal mit. Dann kam mit, ich meine, für 1,29 Milch, Schokoladen, Schokobons, die nachgemachte Schokobons. Mit cremiger Milch-Haselnussfüllung, 210 Gramm. Ja, wollten wir mal probieren, die nachgemachten Schokobons. So, dann habe ich von Aoste diese Stikados. Die waren jetzt für 1,49 € im Angebot. Da habe ich drei Pakete mitgeholt. Ja, Hähnchen-Salami-Sticks. Sieben Stück sind da drin. Ich liebe die Teile. Da haben wir drei Stück mitgenommen. So. Dann haben wir hier jede Menge Fisch, weil die Fischsorten von Apel waren für 99 Cent im Angebot. Und zwar, Moment, da muss ich mal gerade gucken. So, ich habe mir zarte Filets vom Hering in Paprika-Creme-Soße mitgenommen. 99 Cent jeweils. Genau. Dann habe ich mir mitgenommen Tomate Barbecue. Wollte ich mal probieren. Und ich habe mir mitgenommen in Ei-Senf-Soße. Wollte ich mal probieren. Genau. Und mein Mann hat dreimal von in Skyr-Soße, hat er dreimal mitgenommen. Der liebt die. Genau.
So, dann kam im Kaufland 500 Gramm, so einen ganzen Eimer Tomaten mit. Die waren im Angebot für, boah, ich meine 1 Euro. 1 Euro ein paar zerquetschte, ganze Eimer Tomaten hier. Dann habe ich hier mitgenommen für 1,19 € sahniger Frischkäse, wärmebehandelt, Doppelrahmen, Stufe 300 Gramm. Den brauchen wir wieder für unseren Lachscreme zu machen. Da macht mein Mann noch frischen Dill rein und ein bisschen frischen Zitronensaft und dann diesen Lachs hier drunter gemengt und dann auf Brot. Lecker, lecker, lecker. Dann kam hier Creme Fraiche mit 30% Fett, 200 Gramm. Den braucht mein Mann für den Soljanko. Dann kam für 2 Euro paar zerquetschte Butterkäse mit, mild in Scheiben, 400 Gramm. Kam mit, ja, ist ein ganzer Batzen drin, gell? Dann für 1,29 € jeweils Delikatesse Bierschinken, 150 Gramm. Da haben wir zwei Stück. Ich liebe diese Wurst. Diese Wurst liebe ich wirklich. Dann haben wir zweimal Delikatesse Geflügelmortadella mit reinem Raps, 200 Gramm. Auch für jeweils 1,29 €. Und es kam für 1,29 € Delikatesse Paprika-Schinkenwurst, 200 Gramm mit. So. Dann war für 89 Cent von Mireille so luftig und locker mit frischem Knoblauch. Der, wo mein Mann am liebsten isst mit diesem Lachs-Zeugs oder da Gedönster, der war leider ausverkauft. Da hat mein Mann sich schon geärgert, weil der ist eigentlich, kostet der normalerweise an die 2 Euro paar zerquetscht. Und jetzt war der für 89 Cent im Angebot. Da hat mein Mann sich geärgert, dass seine Lieblingssorte nicht da war. Ja, mit Knoblauch wollen wir mal probieren, weil ich esse sehr gerne Knoblauch. Mein Mann isst auch gern Knoblauch, aber nicht so oft wie ich. Ich könnte ja wirklich überall Knoblauch dran haben, auch frische Zehen. Oh, ich liebe Knoblauch. Knoblauch ist auch gut fürs Blut. Ja. So, dann haben wir für 1,29 Euro haben wir unseren Alaska Seelachs Schnitzel mitgenommen in feinem Speiseöl Lachs. Lachsersatz. Genau. Haben wir das mitgenommen? Da kommt ja in diese Frisch, Käse da rein mit Dill und frische Zitrone. Lecker, lecker. Dann haben wir mit der Kaufland-App, da habe ich für 79 Cent von Müller-Milch, also Joghurt mit der Ecke, habe ich Schokoflakes und Joghurt-Bananengeschmack, 150 Gramm. Ich habe nur einen bezahlt und habe den zweiten geschenkt bekommen. Also der mit dem Banane gehört mir. Da habe ich 79 Cent bezahlt und mein Mann hat den hier geschenkt bekommen. Müller-Joghurt mit der Ecke, Knusperspaß, Waffelwürfel mit Joghurt, Sahne, Creme-Geschmack. Den hat mein Mann geschenkt bekommen. Genau. Aber das geht nur mit der Kaufland-App. Dann mit der Kaufland-App war auch das hier gewesen. Da habe ich für, der war auch im Angebot jetzt, Original Philadelphia. Doppelrahmstufe, cremig, frischer Geschmack, 175 Gramm. Da habe ich 1,75 € bezahlt für einen und habe den zweiten geschenkt bekommen, aber auch nur mit der App. Ich habe nur eins bezahlt und den einen habe ich geschenkt bekommen. Das hat sich gelohnt. Das war echt wieder ein Schnabberle. So, dann für 1,19 € kam der Tomatenketchup Light mit 50% weniger Zucker. Ja, ich sehe es nicht ein, für den ganz normalen Tomatenketchup 1,70 € zu bezahlen jetzt, der vorher für 89 Cent oder 70 Cent war. Der kostet jetzt 1,80 €. Also das ist unverschämt langsam. Euro, ja, Euro 70, Euro 80. Der normale Tomatenketchup. Also, hallo? Nee, also wenn das wirklich so weitergeht, dann kaufe ich mir einen Sack Tomaten, presse die aus und mache ich mir selber Tomatenketchup.
und alles. Der hier geht noch, der ist zwar light, 1,19 €, aber der schmeckt genauso. Der ist halt nur mit weniger Zucker, ne? Ist aber auch nicht schlimm. So, dann hat mein Mann im Kaufland da in dieser Kramecke für 1,50 € 250 Kabelbinder gefunden. Ja, 1,50 € und Kabelbinder kann man immer gebrauchen, gell? In allen möglichen Farben. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es noch hier drin ist. Mein Mann hat sich da noch was geholt. Und zwar für 1,50 € so einen riesengroßen Trichter, aber fürs Auto, um Öl zu wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob er den schon rausgenommen hat. Ich sag's jetzt nur mal, wenn falls ich ihn hier sehe, dann ne. Genau. Dann kam für 1,99 € mein Pro-Trink mit Erdbeer 6x125 Gramm mit Vitamin B6 und Vitamin D mit. Der kostet jetzt 1,99 €. Der war auch mal bei 1,39 € gewesen. Jetzt zahle ich 2 € für diese 6 Stück. Ist doch schon langsam unverschämt, oder? Also, irgendwie habe ich mal in den Medien gelesen, dass nur dieses Jahr noch alles so teuer sein soll. Und ab 2023 soll scheinbar die ganzen Preise und alles wieder sinken. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe das nur da so mal gehört. Falls da einer von euch Näheres weiß, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber 2 € für 6 so kleine Trinks ist schon eigentlich schon unverschämt, gell? Oder wie seht ihr das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. So, ja, hier ist der andere Fisch von meinem Mann. Sole. Dann hatten wir mitgenommen für 56 Cent Hühnerbouillon. Er gibt 6 Liter. Ja, das sind diese Würfeln. Die braucht mein Mann auch. Scheinbar ein Würfel für in die Soljanka rein, für den Geschmack. 120 Gramm, 12 mal 10 Gramm. Er gibt 12 mal 0,5 Liter. Gleich 6 Liter. Gut erklärt, ne? Ja, für 56 Cent meine ich. Oder 59 Cent, irgendwie sowas. Kann man aber auch immer im Haus haben. Kann man auch mal in der Tasse tun. Heißes Wasser drauf. Ein paar von diesen getrockneten Nudeln rein. Und dann hat man selber so eine kleine Hühnerbrühe. Wenn einmal wirklich mal irgendwie mal nicht gut geht. Oder man eine Erkältung hat. Und ist auch die Erkältungszeit jetzt und so. Und dann auch dieses böse C, ne? Dann tut so eine Hühnerbrühe wirklich gut. So, dann haben wir hier unsere Tütis. Da haben wir hier einmal Hühnersuppe, 45 Cent. 4 Portionen kriegt man daraus. Sage ich ja, die tun wirklich zwischendurch mal, tun die gut. So, dann haben wir hier auch Rindfleischsuppe. Ist für 3 Portionen. Und wir haben Buchstabensuppe für 4 Portionen. Genau. 45 Cent jeweils. So, dann hat mein Mann zweimal Hollandaise-Soße mitgenommen, weil ich möchte gerne Schwarzwurzel haben wir gekauft. Im Glas, die möchte ich gerne kochen. Und dann mache ich da schöne Hollandaise-Soße dran. Mit Knödeln und schönem Fleisch oder sowas. Und ja, hat mein Mann sich gewünscht für sein Geburtstagsessen am 6. November. Mache ich das dann. So, dann haben wir hier, muss mal gerade gucken, da haben wir hier viermal Spaghetti Bolognese. Dann haben wir hier dreimal geschnetzelt Züricher Art und einmal habe ich hier für Jägerschnitzel. Genau. Diese Tüten kosten jeweils eine 29 Cent. Waren auch mal bei 15, ne? So. Dann haben wir auch diese Action-Tüte hier leer.
kam im Kaufland für 1,19 Euro unsere Weizen-Tortilla-Wraps. Da sind 6 Stück drin. Unsere Wraps. Dann, da sind 8 Weizenbrötchen drin. Ja, unsere Sonntagsbrötchen. Gell? Sind das so? Dann war Original Wagner Steinofenpizza für 1,88 Euro im Angebot. Und da habe ich mir mal diese Spezial mitgenommen. Da ist dann Salami, Kochschinken, Pilzen, alles drauf. Mal probieren, wie die so schmecken, weil die von Dotka Oetker, die kannst du ja nicht mehr bezahlen. Die sind ja sowas von teuer geworden. Also, nö. Sehe ich nicht ein. Wenn die mal im Angebot ist oder so, dann kann man sich morgen eine mitnehmen. Ansonsten machen wir immer eine frische Pizza. So, dann kam hier klassische Küche, Kartoffelpüree, praktische Portionen. 3x4 Portionen, 339 Gramm. Wenn es mal schnell gehen soll oder so, tut es der auch. Ansonsten mache ich immer frisch und tue stampfen. So, oder? Achso, hätte ich auch direkt auflassen können. Wir haben hiervon noch 2 Stück, also insgesamt 3 Stück, diese passierte Tomaten. Gell? Die mache ich auf der Pizza und so überall dann auch dran. Man kann auch selbst damit ein Sößchen machen. Ja. Dann haben wir 3-mal diese Spaghetti mit Tomatensoße und geriebenem Hartkäse mitgenommen. Waren auch mal günstiger, waren mal bei, glaube ich, 1,19 Euro oder irgendwas, oder Euro 20, Euro 19 meine ich mal gewesen, oder ein paar Cent, und kosten jetzt 1,39 Euro. Da tue ich ja die Soße auf unsere eigene Art und Weise, die Soße verfeinern, so wie sie uns schmeckt. Und so wie ich sie immer koche, leckt mein Mann den Topf aus und er liebt die Soße. So. Dann kamen hier einmal Spaghettis mit 500 Gramm, kosten 99 Cent mittlerweile. Oder 99, entweder 89 oder 99, irgendwie sowas. Und die waren auch mal bei 39 Cent, ne? Wohlgemerkt. Dann haben wir hier 2-mal Spitzenlandkornreis im Kochbeutel, 500 Gramm, 4 Kochbeutel, 125 Gramm. Der war für 99 Cent, der war auch mal günstiger. War alles mal günstiger, ne? Und wenn wir das so nehmen wollen, war alles mal günstiger. Ach so, nee, hier ist noch dieser Trichter. Den hat mein Mann, ist so eine Verlängerung drin, die man hier unten dran macht. Für 1,50 Euro hat mein Mann mitgenommen, für im Auto das Öl zu wechseln. Also unser Öl ist gewechselt, aber falls man wieder wechseln muss, hat man da was da, ne? So. Dann für 1,89 Euro kam unsere Nuss-Nougat-Creme mit 400 Gramm. Lecker, lecker. Dann für 1,29 Euro kam Pflanzencreme-Buttergeschmack 500 ml mit zum Backen, Braten und Kochen. Richtig lecker. Damit kochen und braten wir immer. Dann kam Erbsen und Pariser Karotten. Also Erbsen und Möhren kam hier mit im Glas. Weil in der Dose, der kostet jetzt 1,70 Euro. Irgendwie so. Warte, der war mal bei 99 Cent in der Dose. Und jetzt hier im Glas, der kostet, ich meine, 89 Cent oder 99 Cent irgendwie sowas. Deswegen haben wir den im Glas mitgenommen. Moment. Das müssen wir mal nach unten machen. So. Dann kam jeweils für 79 Cent, meine ich, oder 89, ich weiß gerade nicht, unsere Knoblauchsoße mit. 52 ml, cremig pikant. Die ist echt lecker, kann ich euch nur empfehlen. Schmeckt echt gut. Dann kam hier mit Salatdressing French mit zartem
Dillspitzen, 500 Milliliter. Normalerweise nehme ich ja immer diesen weißen Joghurt mit und der war ausverkauft, deswegen machen wir unseren italienischen Salat mit dieser Soße heute. Dann kam für, ich meine, 69 Cent war der im Angebot. Brechbohnen fein, auch im Glas mit, für leckeren Bohnensalat. So. Dann hat mein Mann sich hier diesen Asia Mungobohnen Keimlinge mitgenommen, die ich euch schon mal gezeigt habe. Boah, das schmeckt mir nicht so. Er mag es, deswegen. Ich meine, war bei 1,29 € irgendwie sowas. Dann kam für 69 Cent. Dritte Wahl, Champignons in Scheiben mit. Dann haben wir klassische Frühstücksfleisch mitgenommen, 340 Gramm. Statt 1,99 € habe ich nur 1,79 € bezahlt, aber nur mit der Kaufland-App. Sonst kostet er 2 Euro. Da hat sich auch gelohnt. Dann war für, ich meine 89 Cent, ich weiß gerade, ich preise nicht mehr so ganz im Kopf, von Ehrmann Almi-Joghurt, gut Allgäuer Milch, Schokolade, der war im Angebot, auch im Glas, der Joghurt, den wollten wir mal probieren. Dann war für 1,49 € Thunfisch in Sonnenblumenöl, der war im Angebot, sonst 1,80 €, der kommt ja auch in meinen italienischen Salat. Dann, wie gesagt, haben wir für 99 Cent Schwarzwurzeln geschält mitgenommen. Den brauche ich ja für meinen Mann sein Geburtstagessen zu machen mit der Hollandaise-Soße. So, dann für 2,50 € meine ich, kamen diese Delikatesse Bockwurst mit. Da machen wir unsere leckeren Hotdogs wieder. Die sind so, 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 so lecker, wie die Würstchen. Dann für jeweils 99 Cent kam ein dreimal Gemüsemais mit. Der war auch mal bei 69 Cent. Jetzt kostet der auch schon 1 Euro. Also ich weiß nicht, wo die Preise noch hinwachsen wollen. So. Dann haben wir auch diese Action-Tüte leer. So. Dann im Nettomarkt habe ich von Soled Pur Toilettenpapier mitgenommen. 100% Zellstoff. Dreilagig, 8 Rollen, 140 Blatt, 100% Zellstoff. Kam einmal dieses Toilettenpapier mit. Normales Toilettenpapier, ne? So. Dann kam im Nettomarkt für 1,29 € von Rela Sonnenblumenmargarine mit. Erhält Vitamin D und von Natur aus Vitamin E mit 5% anderen pflanzlichen Fetten. Ist vegan. Steht hier drauf 500 Gramm. 500 Gramm meine ich. Oh. Ja, 500 Gramm. Genau. Diese Butter kam damit, weil wie gesagt, im Kaufland war die ausverkauft. Dann kam für 1,19 € im Nettomarkt ja unsere Mayonnaise mit. Die schmeckt mir da wirklich am besten. Also, wir haben jetzt viele ausprobiert und die Vergleiche gemacht. Und die vom Nettomarkt ist wirklich lecker. Wirklich lecker. Die ist eigentlich normalerweise für Salate zu machen. Aber man kann die auch so zwischendurch mal auf dem Brot oder wo essen, ne? Oder mal Pommes oder so. Das ist auch nicht schlimm. Dann kam für, ich meine, 1,39 € von Sancho leckerer Knochenmix mit Rind, Karotte, Spinat, Geflügel und Bierhefe. 400 Gramm mit Tierärzten entwickelt, mit Zusatz von Calcium, Kupfer und Zink. Mit Zusatz von Vitamin A, D3 und E. Die kennt ihr schon, das sind die Lieblingsdinger von meinen Hunden mittlerweile.
Und deswegen kaufe ich die auch immer wieder nach jetzt. Genau. Habe ich auch für meine Hunde vom Nettomarkt von Pablo feine Mahlzeit mit Pute. 400 Gramm in der Dose. Auch mit Tierärzten entwickelt. Pastete mit Pute. Ohne Zuckerzusatz, unterstützt den Zellschutz, unterstützt einen stabilen Knochenbau. 400 Gramm, wie gesagt, mit Pute. Letztes Mal hatten die was anderes und dann probieren wir die mal aus. Mal gucken, ob meinen Hunden auch das schmeckt. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke ja. Dann kam im Nettomarkt für 2,49 € unser Hähnchen-Kebab-Pfanne mit 300 Gramm. Das haben wir, dieses, das haben wir dreimal mitgenommen. Also für dreimal, weil das ist so lecker. Probiert es aus für 2,49 €. Das machen wir auf unsere Wraps drauf. Das mache ich auf die Pizza drauf. Das schmeckt dann wie türkische Pizza. Richtig lecker und geil. Und deswegen kamen drei Stück mit. Dann kamen auch mit, die waren vorher für 2,89 € und jetzt kosten die 3,79 €. Die knusprige Hähnchen-Mini-Schnitzel. 500 Gramm. Das waren die gewesen, wo ich euch ja beim letzten Haul, beim XXL-Haul Anfang Oktober gesagt habe, wo die Frau mich ja angeblich, ja, ich wollte sagen, angeblich bescheißen will oder so. Aber da haben sie scheinbar diesen neuen Preis noch nicht festgemacht an der Leiste und da stand immer noch 2,89 € so und die mussten mir aber das Paket für 2,89 € verkaufen, weil es dran stand und dann habe ich das direkt am Kassenzettel bemerkt und bin rein und die kosten jetzt 3,79 € und ja, aber ich kaufe die trotzdem, da sind wirklich genügend drin, die sind echt groß, echt knusprig, echt saftig, die schmecken super lecker, die kann ich euch wirklich empfehlen und dafür zahle ich wirklich gerne 3,79 € und ja, wird ja sonst schon alles teurer, ne? So. Dann habe ich im DM-Markt habe ich unser Weichspüler von Vernell mitgenommen. Diesen Pfingstrose und weißen Tee ohne Silikone, ohne Farbstoffe. Ja, den kennt ihr, da brauche ich nichts mehr viel zu sagen. Sind 800 Milliliter drin. Mein unser Liebstes, wenn ich da mit unserer Wäsche wasche, da riecht die ganze Wohnung danach. Ist echt gut, kann ich euch auch nur empfehlen. Probiert es aus. Dann habe ich einmal für 1,69 €, das hier kostet glaube ich auch 1,69 € oder 1,29 € irgendwie so. Von Denk mit, unser Hygienespüler, Wäschdesinfektion, beseitigt 99,9% der Bakterien, spezielle Pilze und spezielle Viren. 18 Anwendungen, ist ja mit frische Duft, gell? 1,5 Liter, das muss sein. Desinfektionsding muss sein. Ohne geht nicht. Dann habe ich hier von Jesa meine Maxi-Binden Nike Plus, auch für leichte Blasenschwäche geeignet. Extra lang, einzeln verpackt, 20 Stück, kosten 1,29 € oder irgendwie sowas. Das sind meine liebsten Binden und für die Nacht und auch für den Tag. Und da geht wirklich nichts. Langs, nichts vorbei, hält auch Gerüche ein und alles. Und ich liebe die Teile einfach. Weil ich habe schon viele ausprobiert und keine sind so gut wie die hier oder meine Always. Dann hat mein Mann sich zwei Duschgele geholt, zweimal dieselben, aber die hatte er schon für 65 Cent, meine ich. Balea Man Deep Sensation Duschgel 4 in 1 Körpergesicht, Haar und Duft. Anziehender Duft von Bergamotte und Zederholzduft. Mein Mann liebt den Duft scheinbar, aber ich liebe den auch. Sind 300 Milliliter drin, ist vegan hergestellt in Deutschland. Habe ich euch schon mal gezeigt. Der holt immer seine Favoriten. Sei es im DM oder im Rossmann. So, dann haben wir hier eine neue Handseife zum Umfüllen mitgenommen für
65 Cent meine ich, ja. 68% weniger Plastik. Balea Cremeseife Macadamia und White Lotus. Duftet nach White Lotus und Macadamia. Feuchtigkeitsformel. Hey! Sind 500 ml drin und ist vegan. Das sieht es so aus. Ich denke mal, das ist neu. Und ihr wisst ja, Macadamia liebe ich. Wir können aber mal gerade dran schnüffeln. Oh ja, das riecht mega gut. Schade, dass ich keinen 2 geholt habe, aber kaufe ich auf jeden Fall nochmal nach dann. So. Dann kam mir zweimal mit für meine Snow White. Verbesserte Rezeptur von dein Bestes. Zwei Knabberstäbchen mit Gemüse, dreifach gebacken, mit Leitsaten und Rapsöl für schöne Haut und glänzendes Fell mit den Vitaminen A, D3 und E. Auch mit Tierärzten entwickelt, ohne Zuckerzusatz, liebevoll von Hand hergestellt. Okay, zwei Stück. Einmal die und einmal die hier und die sind scheinbar neu. Von dein Bestes auch zwei Knabberstäbchen mit Banane und Apfel, schonend getrocknet. Mit Tierärzt entwickelt, ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von Getreide. Jo, aber mit Banane und Apfel soll mein Häschen mal ausprobieren, ob ihr das schmeckt. Gell? Falls ihr Hasen, Meerschweinchen, Hamster auch irgendwie habt und habt das schon ausprobiert und euer Tierchen liebt es, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob meine das liebt, dieses Banane. Dann kam auch für meine Snow White mit, aber kann ich auch meinem Elvis, meinen Hamster geben. Auch von dein Bestes Knabberringe mit Apfel, Ananas und Erdbeere. Mit den Vitaminen A, D3 und E. Mit Tierärzten entwickelt, ohne Zuckerzusatz, ohne Farbstoffe. Und da sind 250 Gramm drin. Dein bestes Namensschild. Das ist das Heim von. Oh, wie schön. Erstmal so, das sind die Ringe. Und hier hinten, das könnt ihr ausschneiden. Dann könnt ihr den Namen eures Tieres reinschreiben und dann an den Käfig kleben. Oh, das mache ich. Das werde ich tun. Da werde ich dann, ja, Snow White reinschreiben. Schön. Ich werde meinem Elvis auch mal ein, zwei Ringe geben. Mal gucken, ob ihm das auch schmeckt. Gut, für ihn habe ich ja noch ein ganzes Futter und alles, gell, im Vorrat gekauft. Das mache ich aus Prinzip schon. Für meine Tiere ist immer genügend Vorrat, also immer da. Dann habe ich hier mitgenommen von dein Bestes für kleine Hunde. Hühnerfiletsticks mit 95% Hühnerbrust und 1,8% Fett. Ohne Zuckerzusatz und ohne Zusatz von Getreide. Die kennt ihr auch, sind 80 Gramm drin, hergestellt in China. Das sind die kleinen Leckerli-Dinger für meine Hundis. Die lieben die. Dann habe ich mir hier für 95 Cent von Trackle Moon Creamy Winter Dream Pflegedusche mitgenommen. Mit Arganöl, Baumwollblütenduft. Ja, von Trackle Moon halt. 95 Cent. Der Duft hat mich recht angesprochen und hoppala. Ja, zum Ausprobieren. Arganöl und Baumwollenblütenduft. Ja, probieren wir das mal aus. Finde ich schon gut, dass es von Trackle Moon so kleine Proben gibt, um auszuprobieren, ob der Duft einem liegt, bevor man diese großen Bumse da kauft. Dann habe ich mir mitgenommen von Darf, Dreifachaktion, Deo-Schutz. Von Darf ist eine limitierte Edition, Wintercare. Die kriegt ihr, glaube ich, auch nur im Winter halt, deswegen limitiert. Pflegecreme mit Pflegeöl, 48 Stunden Schutz, ja. Jasmin und Puderduft, 0% Alkohol, Antitranspirant. Habe ich euch schon mal gezeigt. Ich liebe diesen Duft. Oh, himmlisch. Himmlisch. Ich lieb's. Ja, dann kam hier so eine große Packung von Ebelin Wattepads mit. 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. 140 Stück.
hergestellt in Deutschland. Ich brauche die alleine nicht. Mein Mann braucht welche für in seine Werkstatt, um irgendwas sauber zu machen. Keine Ahnung. Ich werde mir da ein paar rausholen für meine Fingernägel und für meine Fußnägel immer abzulackieren. Ja, mein Mann braucht irgendwie auch ein paar. Deswegen kam die große Packung hier mit. Dann kam wieder mein geliebtes Shampoo mit von Garnier Fructis Aloe Vera Gel. Aloe Vera Hydra Bomb. Feuchtigkeitsshampoo bis zu 72 Stunden Feuchtigkeit. Hyaluronsäure, normales Haar. Das riecht aber nicht so wie mein Shampoo. Habe ich mich da jetzt vergriffen? Weil meins heißt ja auch Hydra Bomb. Muss man nachgucken. Nicht schlimm, riecht aber auch gut. Sind 300 Milliliter drin. Und die Spülung, Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb Feuchtigkeitsspülung. Aloe Vera Gel und Glycerin. Ja, genau, das hier ist das, was ich immer habe. 250 Milliliter. Moment mal, riechen. Genau. Dann ist das hier ein anderes. Okay, dann haben sie es wegen der Farbe so zusammengestellt. Dann habe ich mich mit dem Shampoo vergriffen. Nicht schlimm, ich probiere das trotzdem aus. Aber das hier ist das, was ich so liebe. Dann kam ein ganz normal zweimal von Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser mit. Ja, hergestellt in China, vegan. Da habe ich jetzt nur noch eins von. Die sind ja in einem Standardsortiment gekommen. Und ich habe eine neue Maske gefunden von Yuti. Paradies Punch. Tuchmaske. Mit tropischem Blumendesign. Serum, Duft, Wirkung, Hyaluron, Vitamin B12 und pflanzliche Stammzellen. Made in Paradies. Mango, Papaya, Ananas und Kokos spendet intensive Feuchtigkeit, spendet intensiv und langanhaltend Feuchtigkeit. Okay.